Hallo, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge im LS15 auf der Voxel-Map. Und wir haben ja hier uns noch ein bisschen Gras gemäht. Und den kann ich dann jetzt erstmal hier wieder wegbringen, die Rasensachen. Ja, muss man den Ton doch ein bisschen leiser machen. Ich hatte ihn erst ein bisschen lauter gemacht. So, jetzt geht's besser. Und ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir das erstmal wieder einholen. Also das Gras laden. Gucken, ob ich einen Ladewagen habe. Wäre gut zu wissen, ne? Sieht aber auch nicht so danach aus. Das ist der falsche hier. Falsche Richtung. So, den vorderen hänge ich hier vorne ab. Und den anderen hänge ich ein bisschen weiter nach hinten. Oh ne, nicht. Nein, nicht. So, genau. So wieder zu. Dann schmeiße ich ihn einfach runter. Mal gucken, ob das klappt. Nicht, dass er umkippt. Gut. So, dann kann ich hier so nämlich raus und wieder reinfahren. Das ist gut. So, Ladewagen haben wir tatsächlich nicht. Und ich werde dann nämlich den kleinen hier mitnehmen und verkaufen. So, da haben wir ihn. Mit dem komme ich beim Rückwärtsfahren eh nicht klar. Da muss ich dann. Nehme ich dann eher den anderen. Komme schon doch ein bisschen besser mit klar, ne? Verkaufen wir den. Gucken wir mal, was ein kleiner Ladewagen kostet. Ach, wir müssen ja erst noch hier. Machen wir Heu oder machen wir Gras? Also Gras passt im Mixer auch rein, das weiß ich. Mixfeeder. Ne, war also ein Zeter. Zeter ist, glaube ich, der, wo man die Reihe mitmachen kann, ne? So, den auch verkaufen. Ja, jawohl. Und dann gucke ich direkt mal, was denn so ein. Ne, Miststreuer brauchen wir nicht. Hier ist der Ladewagen. Einer kostet 27.000, den können wir uns nicht leisten. Zeta war das. Die Schwader, die brauchen wir hier, genau. Die brauchen wir. 17.000 können wir uns auch nicht leisten. Geil. Müssen wir uns den mieten? Mieten wir den für 2 Stunden wieder, die üblichen 2 Stunden. Dann machen wir erst die Reihe. Ah, da hätte ich auch den größeren nur nehmen können, aber ist jetzt auch egal. Nehme ich den größeren lieber? Das ist eine große Reihe, ne? Ne, ich nehme den hier. Kostet weniger. Zwar ein bisschen mehr Zeit, die wir dann brauchen, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja genug davon. Ups. So, falten wir den mal aus. Ja, so können wir gerade, genau. Absetzen. Ich mach mal eben kurz hier den hier an. Das hier weg. Und machen wir automatisch den Versatz ein bisschen nach darüber, genau. Los und starten und dann können wir uns das Gras schön sortieren. Weil der es an manchen Stellen nicht macht, sehe ich gerade. Aber ist ja nicht schlimm. Können wir so mit dem Ladewagen wieder einholen.
Oh, gerade was getrunken. Ja, das sind die Unebenheiten hier im Boden. Da kommt der nicht so ganz mit klar, ne? Wenn ich könnte, würde ich den noch weiter runtersetzen, aber das macht der wohl nicht so. Da lässt er wieder was liegen. Da muss ich wohl nochmal zurückfahren, nochmal in die andere Richtung, mal gucken, ob der das dann mitnimmt. Und bin mal gespannt, was wir da an Gras zusammenbekommen. Ob das für die erste Fuhre, für den Mix wieder reicht, weil dann können wir nämlich auch direkt schon ein paar Kühe kaufen. Auch auf der linken Seite bleibt nichts stehen. So, da haben wir die erste Reihe fertig. Ich fahre nochmal den gleichen Weg zurück. Mal zu testen. Jetzt nimmt er das da mit. Sieht zwar so aus, als wenn der Heu darüber schmeißt, aber es ist noch Gras. Also wie es aussieht, nimmt er alles mit. Das ist sehr gut. Sehr schön. Dann gleich nur noch die andere Richtung. Schauen, ob wir da dann direkt alles so aufsammeln können. Linke Seite funktioniert besser als die rechte. Wie findet ihr denn bisher, wie ich das mache hier beim Landwirtschaftssimulator? Das würde ich dann auch gerne mal wissen. Könnt ihr dann auch gerne mal in den Kommentaren schreiben. Vielleicht findet ihr ja den Landwirtschaftssimulator, wie ich den spiele, nicht so doll. Und ich sollte mich lieber auf irgendwas anderes konzentrieren. Falls, sagt mir einfach Bescheid. Bin auch nicht böse. Keine Angst. Ich freue mich immer drüber, über konstruktive Kritik. So. Da sind wir schon angekommen. So, da kann ich hier die Richtung hier. So, den Zeter wieder loslegen. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hier rüber, ja. Patsch, genau deswegen. Ist aber nicht schlimm. Müssen eh gleich rechts rüber, weil nach den letzten Baum bin ich ein wenig anders rüber gefahren. Also ein bisschen weiter nach, ja, von hier aus gesehen rechts zur Seite. Aber das seht ihr ja gleich. Freue mich schon, da können wir die Kühe endlich mal loslegen und ein paar bisschen Milch beschaffen lassen. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Hab das zwar schon ein paar Mal gemacht, aber ne. Ein Landwirtschaftssimulator, wenn man sich nicht so auskennt, dann ist das schon doch recht schwer. War für mich zumindest am Anfang, wo ich das erste Mal einen Landwirtschaftssimulator gespielt habe. Da habe ich ja von null eine Ahnung gehabt. Und davon ganz viel.
Aber ich habe mich gesteigert doch schon. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, was die Kühe brauchen hier beim Landwirtschaftssimulator. Und deswegen war ich da so recht aufgeschmissen, als ich da mir ein paar Kühe geholt habe und so. Und die dann nichts gegeben, abgegeben haben, keine Milch und sonstiges. So. Na gut, da muss ich ja dann halt gleich nochmal in die andere Richtung nochmal kurz fahren. Wo ich das eigentlich so lassen könnte, oder? Nee, kommt, ich mach das, wenn dann richtig, ne? So, ist ja noch ein klein wenig rüber. So. Da kann ich schon wieder einklappen. Kann ich dann direkt schon wieder zurückbringen. Und mir dann direkt den Ladewagen besorgen. So, gibt's Schubrakete. Vielleicht gucke ich da auch nochmal kurz, was ich an Roggen noch habe. Dass ich das vielleicht sogar verkaufen kann. So, genau, zurückgeben. Und den Ladewagen, hier ist er. Da nehme ich mir... Wie viel Kapazität hat der? 21.300 und der hat 38.000. Da leihe ich mir den hier. Für 2 Stunden. Boah, so lange brauchen wir eigentlich nicht, aber... Stimme trotzdem mal. So, mal gucken, wie das hiermit klappt. Okay, starten brauchen wir den noch nicht. Wo ich könnte die ja mal eben mit wegschlabbern. So, das mache ich ohne GPS-Mod. Weil ich das so einfach besser sehe. Alles mitgenommen, sehr schön. So, dann mache ich das direkt hier drin. Dann sieht man es noch besser. Eine schöne Grastextur hat er hier drauf gemacht, finde ich super. Sieht richtig schön grasgrün aus. Kriegen wohl doch nicht so viel Gras zusammen, aber das ist jetzt nicht so wild. Wenn das über 10.000 sind, reicht das schon mal erstmal. Ah, das ist ja auch ganz schön uneben hier, wie man sieht. Das ist immer das Schöne an der Better Indoor Kamera. Mein Gott. Nicht, dass der mir hier umkippt. Da haben wir schon mal einiges hier, ne? Zusammengekrischt. So, und hier mache ich das mal mit dem
So, der geht's nämlich ja auch nur gerade durch. So, da können wir das hier so durchstarten lassen. Ich direkt mal wieder rausgehen, gucken, ob der auch alles mitnimmt. Macht er gut. Das heißt, so wie es aussieht, kriegen wir doch schon einiges zusammen. 20.000 bis 25.000. Ja, ich würde eher. Ja, doch, 25.000 würde ich so ungefähr sagen. Könnten wir schon hinkriegen. Ja, jetzt schon bei 17.000, klar. Das bringe ich dann auch direkt schon mal zu dem Mixfeeder. Schmeiße ich dann da schon mal rein. Ach, ich kann das ja noch gar nicht machen. Ich brauche ja Silage. Ach, verdammt. Aber reinbringen kann ich den eh schon, kann ich den trotzdem schon. Kann ich euch direkt mal den anderen Mod präsentieren, den ich hier noch habe, womit man leichter Silage machen kann. Hatte ich euch ja schon mal gezeigt. So, dann geht's den hier erstmal schon mal zu den Kühen. Kann ich ausmachen. So, Roggen ist noch nicht ganz fertig, oder? Muss ich mal eben schauen. Nee, den wollte ich haben hier. So, schauen wir mal. Da, nee, eine weiter. Genau, hier Wachstum. Roggen. Grün. Oh, der ist schon erntereif. Gut, gut. So, PDA weg. PDA weg. So. So, da hinten ist schon der Kuhstall. So, wenn ich mal hier da dran fahren. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das erste oder das mittlere. Ach, da könnte ich ja hier jetzt angucken. Auskippen? Nee, gut, hier nicht. Dann ist es das ganz rechte. Jupp. Sieht man auch schon im Mix wieder drin. Da füllt sich die Plane langsam. So, war da schon einiges drin. Können wir gucken, Stroh. Nee, da kann ich dann lang fahren. Genau. Stroh habe ich ja auch noch. Das heißt, ich könnte das dann nämlich direkt auch einfüllen. Dann mache ich den Ladewagen dann voll Stroh. Silage. Silage haben wir ja gar nichts, ne? Nee. Stroh. Haben wir ja schon einiges. Stimmt, 200.000. Da fülle ich mal. Ein bisschen was ein. Also die mache ich den Ladewagen voll. Und werde das dann auch schon mal direkt in den Mixfeeder verladen. Und dann werde ich mal gucken, dass ich die Silage hinkriege. Weiten Bogen fahren. Okay, hier wird auch nicht Stroh, dann ist Stroh in der Mitte. Ja, genau, richtig.
Oh, da füllt sich auch wieder die Plane. Sehr schön. Aber die zwei Sachen wenigstens schon mal voll. Und dann kann ich den hier nämlich auch direkt wieder zurückgeben. Dann bringe ich den mal eben weg. Schöne große Kuhweide hier. Aber ich bringe den dann nämlich direkt auch zum zum Shop. Das lasse ich erst noch mal ein bisschen wachsen. Da machen wir vielleicht in der nächsten Folge was draus. Könnten wir eigentlich... Ich weiß nicht, ob wir den wieder Stroh machen sollen. Roggenstroh gibt es ja auch, ne? Und könnten den auch in einen Heuball machen, aber das mache ich jetzt nicht. Da muss ich mir nur wieder ein Gerät kaufen und das will ich nicht. Oder leihen. Wohl muss ich doch, ja, trotzdem. Wenn ich das mit Stroh mache. So, mal schauen. Zurückgeben. Mal gucken, ob ich hier tanken kann. So, geht. Wunderbärchen. Kostet sogar recht wenig, wie ich gerade sehe. So, voll. So, was wollte ich jetzt machen? Stimmt, ich wollte nochmal hier eben kurz gucken hier. Da Weizen aber noch 18.000 ist. Roggen müssten wir noch haben. Oder auch nicht. Roggen ist ausverkauft. Gut, dann haben wir nichts hoch. Haben wir nichts zum Verkaufen. Ach ja, genau, ich wollte euch ja noch zeigen. Ja, ja, genau. Und zwar unter Mods. Hallo? Geht das, oder? Ach so, okay. Hat nur mal kurz hier hangen. So, wo ist er? Da ist er. Silage-Silo. Da kann man nämlich alles Mögliche reindaddeln und da kommt dann Silage raus. Jetzt haben wir natürlich nur 15.000 und das Ding kostet 25.000. Können wir das mieten? Nein, geht nicht. Das heißt also... Ich muss was verkaufen. Ich weiß auch schon was. Da ich hier eh überall Luzerne ernten will, säen will und damit dann dünge, brauchen wir nämlich keine Düngermaschine mehr. Also zumindest vorerst nicht. Das ist jetzt erstmal nur die bessere Variante für mich. So, da steht er. Okay, da habe ich den wohl andersrum reingestellt. Aber den kann ich abkoppeln, ankoppeln, meine ich. Sehr schön. Und dann gehe ich die nämlich verkaufen und kaufe mir das Silage-Silo. Da wir ja auch noch ein bisschen was an Zeugs haben, was wir da reinschmeißen können, ne?
Also das wird nur eine Folge erstmal mit Einkaufen, Verkaufen, Gras und alles nur für die Kühe. Ups, das war das Falsche. Oh, das platziere ich dann direkt mal hoch daneben. Gut. Jo. Und jo. Somit haben wir dann 53.000 und Kohle satt für den für das Silo. So, wo ist es? Hier haben wir es. Kaufen. Dann werde ich das Silo, das seht ihr, das ist echt toll. Das Silo werde ich wohl hier hinstellen irgendwo. Oder werde ich es hier? Nee. Obwohl ich das doch locker leicht eigentlich hier hinstellen könnte. Platz reicht nicht. Verdammt, wo stelle ich das denn hin? Hm. Hier könnte man das hinstellen. Oder auch hier. Hey, ja, 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 ja. Wo kann ich das richtig hinstellen, dass das nicht stört? Ich hab ne Idee. So, das hier links oben, was ihr hier seht, könnt ihr dann euer, ja, die Rotation und so weiter und so fort alles einstellen. Wie rotiere ich nochmal? Links, rechts. So, die Schnelligkeit und sowas. Und festes Raster könnt ihr natürlich auch einstellen. 5, so, 5. Da kann man das immer ein bisschen besser mit 180 kann man nicht. Nee, das ist fester Winkel. N. Genau, so ist das gut. So wollte ich das haben. Und zwar stelle ich das dann, ja, wenn ich da noch rauskomme und da noch drehen kann, stelle ich das hier hin, oder? So. So sieht's schön aus. Da stelle ich's hin. Gekauft ist gekauft. So, ups. Dann stelle ich den hier erstmal hier ab und nehme mir diesen hier zur Hand. Den Case IH Puma. Werd mir dann mal die Hackschnitzel holen. Da habe ich ja noch 8000 drin gehabt und ein bisschen Stroh werde ich dann da noch reinkippen. Ah ne, Hackschnitzel. Das Hackschnitzel hier ist das. Ne, das Holzschnitzel, das will ich nicht. Das war nicht das, was ich meinte. Hm. Mal gucken, wo das ist hier. Wahrscheinlich auch noch ganz hinten, das letzte. Ist gar nicht da. Hexelgut, da hatten wir da. Da hatte ich. Hä? Okay, da haben wir doch kein Hexelgut. Eben kurz schauen, was wir noch reinhauen können. Und jetzt sagt nicht Gras. Doch Gras. Oh, Streu auch. Stroh. Glaube ich. Ansonsten muss ich beim nächsten Mal tatsächlich Mais säen. Ich probiere es mal mit Stroh. Stroh haben wir ja massig. Wäre natürlich auch cool, wenn man das mit anderen Körnern machen kann, aber das wäre ja nicht real. Ich glaube, mit Stroh wäre das auch nicht so. Doch, mit Stroh geht das doch auch, oder? Ich weiß es gar nicht.
So, das reicht. Knappe 40.000 müsste eigentlich genügen. Testen wir das noch und ansonsten muss ich mir was überlegen und... Jo, scheint nicht zu gehen. Nee. Silage 400, Silage sind schon 400 drin. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal werde ich dann ernten gehen und danach dann den Mais säen für unsere Silage. Aber vorher könnte ich den hier stehen lassen. Nee, Quatsch, den brauche ich ja nachher. Also muss ich das Stroh wieder wegbringen. Gut, dann bringe ich mal das Stroh weg. Wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann ernte und neu säen werde. Säen. Und zwar diesmal dann Mais, damit wir den... Oder Sonnenblumen. Sonnenblumen können wir auch natürlich. Damit wir dann schön... Häckselgut rauskriegen. Und flupp. Da haben wir's. Dann also bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt LS15. Ciao, ciao, euer Wobra. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Bis dann.